Feli, ich bin wieder zu Hause. Hallo, Emilia. Du kommst spät. Dein Kalender zeigt, dass du schon seit 2 Stunden zu Hause sein solltest. Ah, ich weiß. Ich stand aber im Stau. Schau mal, hier. Das ist der Grund, weshalb du im Stau standest. Was soll das denn? Das Bild zeigt den Rentner Siegfried Kunzhauser, 69 Jahre. Berühmt wurde er heute Nachmittag um 16.47 Uhr. Er blockierte die E2 aufgrund seines nicht selbst steuernden Fahrrads. Meine Güte, dass es da immer noch Leute gibt, die mit alten Rädern durch die Gegend fahren. Das sind auch immer diese Rentner, oder? Sowas sollte verboten werden. Und wegen so einem Zinnober stand ich jetzt im Stau und rege mich auch noch auf. Da geht man extra auf ein komplettes Digital Detox Seminar übers Wochenende und dann versaut es einem auf dem Rückweg das Glücksrating. Danke. Emilia, zu deinem aktuellen Glücksrating kann ich dir keine Auskunft geben. Du trägst deine smarte Kleidung nicht. Oh, sorry. Mach ich sofort. Aber du weißt ja, dass ich beim Digital Detox immer alle digitalen Geräte zu Hause lassen muss. Warte, ich zieh mich kurz um. Hast du am Wochenende einen neuen Partner kennengelernt? Nö. Das mit der Bausparprämie fürs Babyglück kann ich mir wohl vorerst abschminken. Nicht schlimm, Emilia. Ich habe jemanden gefunden. Seine DNA passt ideal zu dir. Zeig mal her. Hier ist sein Vorstellungsvideo. Ja, hallo, liebe potenzielle Partnerin. Wenn du dieses Video siehst, dann passen wir ja genetisch und datenmäßig schon mal ziemlich gut zusammen. Ich möchte mich trotzdem kurz auf klassischem Weg vorstellen. Ich bin Rainer, werde bald 30 und war die letzten Monate in einem Roboter-Relationship. Es hat mir richtig gut getan, war richtig gut programmiert auf mich, sodass mein Glücksindex jetzt eigentlich schon wieder relativ hoch ist. Und mir wird auch angezeigt, ich bin jetzt bereit für eine richtige Partnerschaft, eine menschliche Partnerschaft. Über mich, ich mache sehr gerne Sport, ich boxe, ich reise sehr gerne, gehe also auch tatsächlich in die Länder und gehe auch gerne mit meinem Hund in der Natur spazieren. Bei mir ist der perfekte Zeugungszeitpunkt in 2,4 Jahren und von daher wäre es richtig Terror, wenn bis dahin halt auch was klappen könnte. Also sag doch zu Feli einfach jetzt, ja, will ich kennenlernen und dann gehen wir schon bald im Real Life einen Kaffee trinken. Bis bald, ich freue mich. Oh nee, der hat doch überhaupt keine Haare mehr. Okay, ich habe es mir gemerkt. Soll ich für dich weitersuchen? Ja, kein Stress. Ich nehme ja die Late-Baby-Pille. Da habe ich ja noch ein paar Jahre Zeit. Möchtest du ein Video zur Late-Baby-Pille sehen? Nee, weiter. Das interessiert mich doch jetzt nicht. Aber hast du was Neues zu dieser Glücksdusche? Ja, die Päpstin hat sich gestern dazu negativ geäußert. Sie rief dazu auf, nicht dem künstlichen Glück aus der Dusche zu verfallen, sondern zu erkennen, dass die wahrhaftige Liebe des barmherzigen Gottes einem jeden Menschen gilt. Ah, die Päpstin. Ja, die hat doch keine Ahnung. Außer ihre Forderung, unser Schönheitsideal zu überdenken und uns mal selbst zu fragen, ob der Drang zur Selbstoptimierung uns wirklich so glücklich macht. Ah, das fand ich irgendwie gut. Auch auf der Real Beauty Demo habe ich dann richtig gemerkt, wie die Leute sich so nach so einer Freiheit sehnen. Du sagtest Freiheit. Das Wort ist heute von der Gesellschaft für deutsche Sprache zum Unwort des Jahres gewählt worden. Hä? Wieso das? In der Begründung heißt es, dass Freiheit eine beschönigende Form für Überforderung und Unsicherheit durch zu viele Optionen ist. Zudem sei das Wort durch ständige Aufruhen der sogenannten Anti-Algos in den letzten Jahren zu negativ belastet. In den letzten Jahren? So lange gibt es die doch noch gar nicht. Die Hackergruppe Anti-Algos gründete sich 2019. Gibt's sonst noch was Neues? Ja, in Shanghai gibt es einen neuen Trend. Die Natur als gemeinschaftlicher Rückzugsort. Durch die Abwendung vom Materialismus verspricht man sich mehr Zufriedenheit. Was hältst du von diesem Trend, Emilia? Boah, das nervt. Wie oft willst du mir die Werbung denn noch zeigen? Du kannst monatlich 14,95 € bezahlen und mich werbefrei genießen. Nee, das ist mir zu teuer. Ich warte lieber noch, bis ihr das Ink-System eingeführt habt. Emilia, es gibt eine gute Nachricht. Bald ist es soweit. Der Bundestag hat heute in der 3. Lesung über die Einführung der Glücksokratie in Deutschland beraten. Hier unser neuestes Video.
Stundenlanges Grübeln, fatale Fehlentscheidung, absolutes Versagen. All das gehört der One Life Incorporation der Vergangenheit an. Mit der One Life Incorporation haben wir ein System entwickelt, das auf alle Fragen eine Antwort hat, das jedem das bedingungslose Glück ermöglicht. Wir haben 5 Programme entwickelt, die dir helfen, die für dich absolut richtigen Entscheidungen zu treffen. Die Work Incorporation wählt einen Arbeitsplatz, der dich erfüllt und dir ermöglicht, dich weiterzuentwickeln. Die Food Incorporation berechnet deinen individuellen Ernährungsplan, der dich gesund und glücklich macht. Die Fashion Incorporation sorgt für deinen optimalen Style, damit du bei jedem Anlass glänzen kannst. Die Challenge Incorporation. Spannende Herausforderungen machen dein Leben aufregend. Die Konsequenzen tragen wir. Die Social Incorporation. Freunde, die dein Glück belasten, sortieren wir aus und erstellen dir einen auserwählten Freundeskreis, der zu dir und deinem Leben passt. Die Love Incorporation. Weiß, welchen Partner du brauchst und findet ihn für dich, ganz ohne Herzschmerz. Mit all dem helfen wir dir, die beste und glücklichste Version deiner selbst zu sein. Die One Life Incorporation, bedingungsloses Glück, dafür ist das Leben gemacht. Oh, das wird Terror! Du hast eine neue E-Mail von Gertrud Waltersen, 87, aus München. Soll ich sie vorlesen? Worum geht's da? Gertrud ist Anhängerin der Social Ager und möchte eine Wohngemeinschaft mit dir gründen. Social Ager? Was sind das? Die Social Ager pflegen eine Kultur der Gemeinschaft. Sie bauen dabei auf... Ach die. Ja. Einerseits kann ich die ja schon verstehen, wo jetzt die Pflegeroboter nicht mehr subventioniert werden. Na und die Altersarmut. Ich weiß nicht. Ich kann mich echt nicht entscheiden, Feli. Entschuldigung, Emilia. Solche Entscheidungen kann ich für dich noch nicht übernehmen. Dazu müsstest du dir einen Entscheidungschip implantieren lassen. So wie bei eurem Gründer Jonah Litt? Nee, lass mal. Emilia, du hast nun einen Termin im Kalender. Du triffst dich mit deinen beiden Ehemännern Dominic und Louis im Restaurant Jack Rabbit Slims. Ich habe alles organisiert. Dich erwartet ein Bonus von 70 Glückspunkten.